Hallo Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 86 lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass Jesus das Lösegeld für uns bezahlt hat. Und wenn wir jetzt dein Wort studieren, sprich du durch deinen heiligen Geist zu uns, das bitten wir in seinem Namen. Amen. Wir sind gerade in 2. Mose 21 bei den verschiedenen zivilrechtlichen und strafrechtlichen Bestimmungen der Gebote, die Mose empfangen hatte, zur Erklärung der zehn Gebote. In Vers 35 heißt es: Wenn jemandes rinnt, als Rind als das Rind eines anderen zu Tode stößt, so sollen sie das lebendige Rind verkaufen und das Geld teilen und das Tote auch teilen. Wusste man aber, dass das Rind schon seit etlichen Tagen stößig war, und hat sein Herr es doch nicht in Verwahrung getan, so soll er das Rind ersetzen und das Tote behalten. Wenn jemand ein Rind stiehlt oder ein Schaf und es schlachtet oder verkauft, so soll er fünf Rinder für eines erstatten und vier Schafe für eines. Wird ein Dieb beim Einbruch ertappt und geschlagen, sodass er stirbt, so hat man keine Blutschuld. Ist aber die Sonne über ihm aufgegangen, so hat man Blutschuld. Der Dieb soll Ersatz leisten, hat er aber nichts, so verkaufe man ihm um den Wert des Gestohlenen. Auch hier sehen wir wieder, dass es einen großen Unterschied macht, unter welchen Umständen eine bestimmte Tat geschehen ist. Gott beurteilt nicht nur, was wir tun, sondern auch in welchen Umständen, in welcher Situation, was die Begleitumstände gewesen sind. Wird das Gestohlene noch lebend bei ihm vorgefunden, es sei ein Rind, ein Esel oder ein Schaf, so soll er es, Doppelt wiedererstatten. Wenn jemand ein Geld, ein Feld oder einen Weinberg abweiden lässt und er lässt dem Vieh freien Lauf, dass es auch das Feld eines anderen abweidet, so soll er das Beste seines eigenen Feldes und das Beste seines Weinbergs dafür geben. Wir alle haben schon erlebt, dass äh, ohne unser eigenes äh, persönliches Verschulden vielleicht jemand anders doch zu Schaden gekommen ist. Die Wiedergutmachung sollte so sein, dass wir nicht irgendetwas geben, sondern das Beste, was wir haben. Das sind Prinzipien, die wirklich Gerechtigkeit und Frieden wiederherstellen. <laughs> Bricht Feuer aus und ergreift eine Dornhecke und frisst einen Gabenhaufen oder das stehende Getreide oder das ganze Feld, so soll der, welcher den Brand verursacht hat, unbedingt den Schaden ersetzen. Wenn einer seinem Nächsten Geld oder Hausrat zur Verwahrung gibt und es wird aus dem Haus des Betreffenden gestohlen, so soll der Dieb, wenn er erwischt wird, es doppelt ersetzen. Ist aber der Dieb nicht zu finden, so soll der Hausherr vor Gott treten, ob er sich nicht am Gut seines Nächsten vergriffen hat. Bei jedem Fall von Veruntreuung, sei es ein Rind, ein Esel, ein Schaf, ein Kleid oder was sonst abhandengekommen sein mag, wovon einer behauptet, der hat es, so soll beide Aussage vor Gott gelangen, wen Gott schuldig spricht, der soll es seinem Nächsten Doppelt ersetzen. Es gibt Fälle, da können wir nicht genau sagen, wer Schuld hat. Wir können uns aber an Gott wenden, und wir dürfen wissen, dass am Ende Gott jede Ungerechtigkeit wiedergutmachen wird. Wenn jemand seinem Nächsten einen Esel oder ein Rind oder ein Schaf oder irgendein Vieh zu hüten gibt, und es kommt um und oder nimmt Schaden oder wird geraubt, ohne dass es jemand sieht, so soll ein Eid bei dem Herrn zwischen beiden entscheiden, dass jener sich nicht am Gut seines Nächsten vergriffen hat und der Eigentümer soll ihn annehmen und keine Entschädigung erhalten. Ist es ihm aber wirklich gestohlen worden, so soll es dem Eigentümer, soll er es dem Eigentümer ersetzen. Wenn es aber zerrissen worden ist, so soll er das zerrissene zum Beweis beibringen, bezahlen muss er es nicht. Gott anerkennt hier, dass es manchmal höhere Gewalt gibt, für die wir nichts können und die uns auch nicht zur Last gelegt wird. Leid jemand etwas von seinem nächsten und es wird beschädigt oder kommt um, ohne dass der Eigentümer dabei ist, so muss er es ersetzen. Ist der Eigentümer dabei, so braucht jener es nicht zu ersetzen. Ist es ein gemietetes Tier, so ist es inbegriffen in seiner Miete. Wenn ein Mann eine Jungfrau verführt, die noch nicht verlobt ist und er liegt bei ihr, so muss er sie sich durch Bezahlung des Brautpreises zur Ehefrau nehmen. Will aber ihr Vater sie ihm überhaupt nicht geben, so soll er ihm so viel bezahlen, wie der Brautpreis für eine Jungfrau beträgt. Unsere Entscheidungen haben deutliche Konsequenzen. Eine Zauberin sollst du nicht am Leben lassen. Jeder, der bei einem Vieh liegt, soll unbedingt sterben. Jeder, der den Göttern opfert und nicht dem Herrn allein, der soll dem Bann verfallen. Den Fremdling sollst du nicht bedrängen noch bedrücken, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Wir sollten uns immer daran erinnern, was wir selbst erlebt haben und andere entsprechend so behandeln, wie wir auch hätten behandelt werden. Wollen es dazu gehört, auch dass ein Christ auch für Ausländer ein Herz hat und sie nicht bedrückt? Ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrücken. Wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss erhören. Gott hört auf das Elend und die Not der Ärmsten und der Entrechteten. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, Lass uns lernen, durch all diese Beispiele andere so zu behandeln, wie wir uns wünschen, behandelt zu werden, wenn uns Unrecht geschieht. Bitte wirke du in unserem Herzen, dass wir solche Gerechtigkeit an den Tag legen, wie sie in diesen Versen beschrieben ist. Und hab Dank, dass du das durch deinen Heiligen Geist bewirken möchtest. Im Namen Jesu. Amen.